Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wer mich und meinen Kanal kennt, der weiß, dass ich sehr Oldtimer begeistert bin. Und das Ganze beschränkt sich auch nicht nur auf Autos, Fahrräder und Elektrowerkzeuge, sondern das gilt natürlich auch für meine Kettensäge. An dieser Stelle muss ich nochmal eindrücklich natürlich darauf hinweisen, dass das Ganze nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen ist, denn mit so einer Säge ohne Bremse noch zu arbeiten, ist sehr, sehr gefährlich. Und müsste ich jetzt sehr viel mit einer Kettensäge arbeiten, würde ich auch auf jeden Fall zu einer moderneren Maschine tendieren, die dann mit einer Bremse ausgestattet ist. Das Ganze ist Liebhaberei. Ich finde es allerdings besser, wenn man so Museumsstücke bewahrt, wenn sie auch lauffähig gehalten werden. Und darum geht es in diesem Video. Ich hoffe, dass das Ganze jetzt in den Kommentaren keine Grundsatzdiskussion auslöst. Ich werde die Kommentare aber offen lassen und vertraue einfach darauf, dass ihr euch irgendwie da halbwegs vernünftig verhaltet. Ich bin mir durchaus bewusst, was das mit dieser Säge bedeutet, wie gefährlich das ist, was für Folgen das haben kann, wenn es schief geht. Das weiß ich alles. Wie gesagt, ich bitte einfach mal keinen Shitstorm auszulösen, sondern das einfach zu sehen als Weg, wie man eben so einen Oldtimer funktionsfähig halten kann. Ob man ihn dann nutzt für Vorführungen, für sich irgendwie auf dem Grundstück, das ist eine andere Sache. Wo es überhaupt keinen Zweifel gibt, ist, dass im Staatsforst, wenn ihr da irgendwo Holz machen wollt, so eine Säge absolut nicht geht. Und auch in allen anderen Bereichen, wo irgendwie Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten sind, muss mit modernem Geschirr und natürlich auch entsprechende Sicherheitsausstattung gearbeitet werden. Das macht auch Sinn. Und ich habe selber auch schon meinen Zivildienst in einer Einrichtung gemacht, wo wir eben auch sehr viel damit zu tun hatten und wo ich dann eben auch meinen Selbstwerberschein erworben habe. Das heißt, ich bin unterwiesen, wie man eigentlich Holz macht. Das Ganze ist natürlich auch schon ein paar Jahre her. Sicherlich bin ich da auch ein bisschen aus der Übung gekommen, weil ich lange nicht mehr irgendwie richtig Holz gemacht habe. Außer halt so auf dem eigenen Grundstück mal ein Bäumchen runtergemacht. Auf der Suche nach einer brauchbaren Kettensäge für mich bin ich bei verschiedenen Geräten schon gelandet. Angefangen hat es mal mit einer relativ neuen Dolmar PS32. War von der Größe her im Prinzip gar keine so schlechte Säge für das, was ich vorhatte. Problem ist einfach die, meiner Meinung nach, lausige Qualität. Zuerst war die Ölpumpe ausgestiegen, dann war relativ kurze Zeit, nachdem ich die Ölpumpe relativ teuer dann ersetzt hatte, die Zündspule defekt und da war für mich dann die Entscheidung gefallen, dass diese Säge gehen muss. Das Gute ist, dass ein ehemaliger Kollege von mir da die gleiche Säge hatte, allerdings mit einem gerissenen Tank. Das heißt, er hat dann meine übernommen, aus zwei in eine gemacht und seitdem habe ich davon auch nichts wieder gehört. Daraufhin folgte dann eine kurze Phase ohne Kettensäge. Dann bekam ich von einem anderen ehemaligen Kollegen eine Husqvarna geschenkt. War im Prinzip eine sehr schöne Säge, gefiel mir von der Größe, Gewicht, Leistung, passte irgendwie alles zu mir. Nachteil, Ersatzteilversorgung war ein Drama. Und auch da leider, warum auch immer, nach relativ kurzer Zeit defekte Zündspule. Und es war mir nicht mal mehr möglich, ein Gebrauchtgerät der gleichen Type aufzutreiben. Warum auch immer. Dann habe ich die Säge abgestoßen. Ganz einfach beim erstbesten Sperrmüll an die Straße gestellt. Und die stand da keine zwei Minuten, da war sie unterwegs. Und dann habe ich bei einem dritten ehemaligen Kollegen bei seinen Eltern in der Garage irgendwann eine alte Solo entdeckt quasi, beziehungsweise er hat mich auch so ein kleines bisschen drauf gestoßen und gesagt, hier, guck mal, was ich hier Tolles haben. Und da war ich dann ziemlich begeistert von dieser Säge und dachte, Mensch, ja, cooles Gerät, sowas finde ich toll. War noch deutlich älter als diese. Hab dann ein bisschen recherchiert, also sein Vater war auf keinen Fall bereit, die Säge abzustoßen. Kann ich auch verstehen, wenn man sowas hat, hat man es.
Und dann war mir aber auch da so ein bisschen der Gebrauchtmarkt zu dürftig und meine Entscheidung fiel auf die Solo 650 VA, die nun neben mir steht. Im Prinzip finde ich, ist das eine tolle Säge. Sie ist groß, sie ist laut, sie ist schwer, sie säuft und sie hat gut Leistung. Eine Säge mit einem geringeren Verbrauch wäre im Prinzip schon schöner. Für die paar Schnitte im Jahr, die ich mache, ist mir das aber relativ Rille, was ich da reinkippe. Und das mit dem Laut, naja gut, irgendwie ist er schon ein recht vernünftiger großer Motor. Ich meine, wenn man den Zylinder hier sieht, das ist schon groß. Die Säge habe ich logischerweise gebraucht gekauft, kam in einem Paket recht wohl verpackt an. Zustand, naja, ich habe sie halt erstmal einmal komplett zerlegt, Vergaser einmal mit einem Reparatursatz überholt. Den gibt es glücklicherweise noch. Eine neue Zündkerze, auch die relativ unproblematisch zu beschaffen. Und dann war halt noch so ein bisschen Thema Kupplungsglocke, Ritzel, Kette, Schiene. Für die Schiene gibt es tatsächlich noch eine Firma, wo man auf diese Säge angepasst eine Schiene bekommen kann. Das zeige ich dann aber auch später im Video noch einmal. Und mein Hauptproblem war jetzt eigentlich, dass es mir nicht möglich war, einen Leerlauf einzustellen, bei dem der Motor kontinuierlich durchläuft, aber die Kette noch nicht mitläuft. Entweder die Kette blieb stehen und der Motor starb ab, oder der Motor lief weiter und die Kette lief schon mit. Als Ursache dafür war mir dann relativ schnell irgendwie klar, dass es von der Fliehkraftkopplung kommen muss, dass da in irgendeiner Form wahrscheinlich die Federn lahm geworden sind und eben diese Fliehkraftkupplung viel zu schnell den Kraftstoß herstellt. Und dann habe ich mich eben daran gemacht, die zu demontieren. Beim Versuch, die Originalkupplung von der Kurbelwelle runterzuschrauben, habe ich dann leider in Ermangelung von geeignetem Werkzeug mit Hammer und Dorn gearbeitet, habe dann dabei vermutlich dem einen Segment irgendwie den Rest gegeben. Ich weiß nicht, ob es schon angebrochen war, aber auf jeden Fall, jetzt ist es gebrochen und damit ist definitiv besiegelt, dass ein Federtausch alleine nicht genügt. Ich habe mich jetzt umgesehen nach einer Kupplung, die den gleichen Außendurchmesser hat, möglichst von der Breite nicht zu abweichend ist und bei der hier die Narbe so gestaltet ist, dass ich eine Chance habe, sie irgendwie auf das Maß von der Solo-Kurbelwelle zu vergrößern. Das ist gar nicht so einfach, denn die meisten Narben sind noch weiter nach innen ausgeschnitten, haben das hier alles noch viel beengter sitzen. Und dieses Dolmar-Teil passt jetzt erstmal augenscheinlich soweit ganz gut. Diese neue Kupplung habe ich jetzt erstmal einmal zerlegt, habe in die Narbe auf einer Herdplatte so weit angelassen, dass sie nicht mehr so hart ist. Das geht natürlich auf die Haltbarkeit des Ganzen, ist jetzt aber für mich erstmal eine Möglichkeit, um auszuprobieren, ob das überhaupt geht. Mir wurde jetzt angeboten, dass mir jemand das Gewinde da notfalls auch hinein erodieren würde. Das wäre natürlich viel schöner, weil man das Teil dann hart lassen könnte und eben trotzdem ein Gewinde dort hineinbekommen könnte. Solche Säge wird aber vermutlich ja nicht mehr als Daily Driver eingesetzt und da tut es dann unter Umständen auch dieser weiche Stern, das werde ich ja jetzt sehen. Haken ist, dass diese Kupplung jetzt 2 mm schmaler ist, damit sie ungefähr auf der gleichen Position sitzt. Werde ich jetzt hier also mit einer Passscheibe arbeiten und die einmal montieren. Ich ziehe die jetzt mal nur so handfest, der Rest zieht sich dann halt im Betrieb fest. Wichtig ist, dass sie schon mal anliegt. Das ist ganz entscheidend. Nicht, dass der Schwung der Kurbelwelle sie dann so festzieht, dass ihr sie dann nie wieder runterbekommt. Die Kupplungsglocke original bei der Solo hat so ein normales Zahnrad. Das war mir schon ein bisschen zu eingelaufen. Und da gibt es leider keinen Ersatz mehr für. Und es ist jetzt nicht ganz trivial, einfach auf ein anderes Kettenrad mit Wechselrim zu wechseln. Denn wir müssen beachten, dass die Solo die Ölpumpe ja nicht auf der Kurbelwelle hat, sondern im Seitendeckel. Und wir irgendwie eine Möglichkeit schaffen müssen, dass diese Mitnehmerfeder hier wieder da reingreift. Im Original greift die einfach zwischen die Zähne von dem Kettenrad. Ich habe jetzt hier in mein
Rim mit einem Hartmetallbohrer. Dazu kann man auch einen Steinbohrer umschleifen an der Diamantscheibe oder an der Siliziumkarbidscheibe, dass er auch Metall bearbeiten mag. Ein Loch gebohrt, so dass hier jetzt eben dieser Mitnehmer hineingreifen kann. Das funktioniert bisher sehr, sehr gut. Dann habe ich mir eine Kupplungsglocke besorgt. Da habe ich jetzt als einzig passendes und vor allen Dingen lieferbares Teil bei Ratio Parts die 33-240 gefunden. Diese Kupplungsglocke muss auch noch ein bisschen angepasst werden. Sie ist nämlich eigentlich zu breit, beziehungsweise reicht zu tief halt rein, würde dann am Gehäuse unserer Solo schleifen. Die habe ich also so bearbeitet, dass sie jetzt eine Innenbreite von knapp 16 mm hat. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Das Ganze kann jetzt hier wieder rauf. Ach so, das Nadellager ist auch nicht von der Stange. Da habe ich jetzt ein Lager von Ina, einen Nadelkranz 14, 18 mal 15, also 14 Innendurchmesser für die Kurbelwelle der Solo, 18 Außendurchmesser für die Kupplungsglocke, 15er Breite. Das Ganze kommt zusammen mit den beiden Scheiben. Nein, zuerst muss natürlich noch unser Rim darauf, sonst haben wir ein Problem. So, das Ganze kommt mit den beiden Anlaufscheiben zusammen, die da auch ab Werk schon drauf sind. Dann unser Sicherungsring hier rauf. Das läuft frei. Nun kann wieder alles zusammengebaut werden mit der Schneidgarnitur. Auch bei der Schneidgarnitur ist wieder zu beachten, dass hier nichts normal aus dem Regal passt. Man muss die Schiene entsprechend abändern. Weiß nicht, ihr könnt die Typenbezeichnung hier vielleicht sehen. Mal gucken. Kann ich sonst aber auch noch mal vernünftig abfotografiert einblenden, was ich da verwendet habe. Da muss man entsprechend die Ölbohrung anpassen. Es gibt eine Firma, die im Internet das anbietet, diesen Service quasi. Und weil eben halt normalerweise die Ölzuführung von Seiten des Sägengehäuses kommt und bei der Solo muss sie eben von der anderen Seite kommen. Also da muss man eben sehen, dass man die Ölbohrung so ändert, dass eben von der Außenseite das Öl in die Schiene kommt. Die 50er Schiene ist die gekaufte und ich habe mir dann noch eine 60er Schiene angepasst, die ich an meinem Anbausägegatter benutze. Ich werde das jetzt mal eben zusammenbauen und vernünftig einstellen, so dass wir eine gute Kettenspannung haben, beziehungsweise ein gutes Kettenspiel. Und dann melde ich mich hier wieder zurück. Hier kontrolliere ich jetzt immer gerne noch einmal, dass der Mitnehmer auch wirklich richtig im Rimm drin sitzt, damit die Ölpumpe dann auch gut läuft. Das ist ein kleines bisschen kniffliger, als es vorher mit dem Originalritzel war. Aber irgendwas ist halt immer. Dafür habe ich jetzt eine sehr gute Ersatzteilverfügbarkeit. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das Ganze so läuft, wie ich mir das vorstelle, dass ich jetzt wieder einen Leerlauf einstellen kann, dass die Säge stabil läuft, ohne dass immer gleich die Kette mitläuft. Weil die Säge jetzt gleich so ein bisschen ölen wird, mache ich das mal nicht auf meiner Holzplatte. Die möchte ich noch gerne für andere Sachen nutzen, sondern ich mache das mal hier vorne in meiner Einfahrt. Natürlich fahre ich ein Bio-Kettenöl, so dass das jetzt kein Problem ist. Ich werde das dann auch gleich mit Lappen und Ölbindemittel wieder aufnehmen. Jetzt will ich hier natürlich keinen Lappen hinlegen, damit der nicht in die Kette kommen kann und natürlich auch kein Ölbindemittel ausstreuen, damit das nicht durch die ganze Werkstatt fliegt. Zum Starten Schalter an, Choke, Gashebel einrasten und dann wollen wir doch mal schauen. Yeah.
Das sah jetzt erstmal schon sehr, sehr gut und sehr vielversprechend aus. Die Kette bleibt wunderbar stehen. Leerlauf so hochgedreht, wie er jetzt ist, lief sie sonst nämlich schon volle Kanne mit. Jetzt muss ich natürlich noch zeigen, ob das Ganze auch unter Last funktioniert. Der Funktionstest da draußen an der kleinen Esche eben draußen verlief ja nun sehr erfolgreich. Die Säge hat gut Kraft, zieht ordentlich durch. Das heißt, die Kupplung rutscht nicht. Die Kette bleibt aber im Leerlauf wunderbar stehen. Wenn ich dann eben die Drehzahl entsprechend erhöhe, läuft sie sauber mit. Das ist also soweit gesehen erstmal ein voller Erfolg. Was ich natürlich jetzt nicht weiß, ist, wie lange diese Kupplung durchhält, weil ich jetzt eben den Kupplungsstern weich gemacht habe, ihm die Härte genommen habe. Da ist jetzt also die Frage, wie verschleißfest das Ganze ist. Wenn es mir in den Kopf kommt, bestelle ich einfach nochmal eine Kupplung, komme auf das Angebot mit dem Erodieren zurück. Dann kann ich hier eine stabilere Kupplung nochmal aufbauen. Da ist auch das Werkzeug dann relativ schnell gebaut, um diese Kupplung vernünftig zu demontieren, um dann nicht wieder mit Hammer und Dorn irgendwie dran rumracken zu müssen, was ja auch letztlich für die Kurbelwellenlager nicht besonders gut ist. Das Ganze ist auf jeden Fall jetzt ein recht brauchbarer Weg, um diese Säge am Laufen zu halten. Ich hatte auf den Suchen nach einer entsprechenden Kupplung einen Beitrag gefunden im Motorsägenportal, der ist aber auch schon ein paar Jahre alt, wo eben jemand das gleiche Problem hatte, dass eben die Kupplung wohl defekt war. Was daraus geworden ist, nobody knows. Das Ganze könnte jetzt natürlich, wenn die entsprechende Person das sieht, eine Lösung sein. Vielleicht kann sich da noch ein Kontakt mal herstellen. Wie auch immer. Es gibt ja nur noch sehr, sehr viele von diesen Sägen. Es gibt auch noch sehr viele Leute, die solche Säge im Einsatz haben, privat für sich, mit der ganzen Gefahr, die das so eben halt mit sich bringen kann. Und für diese Menschen ist das Ganze ja vielleicht ein ganz guter Weg, ihr altes Schätzchen am Leben zu halten. Ich sehe gerade, hier fehlt der Kette schon irgendwie ein Zahn. Muss ich also auch nochmal die Kette ersetzen. Das ist nämlich auch nicht schön. Das kann mal Schläge verursachen, was ja dann eben, habe ich ja schon gesagt, ohne Bremse recht gefährlich ist. Also, das ganze Video dient jetzt nicht als Aufforderung, kauft euch so einen Dinosaurier, sondern das Ganze ist, wenn ihr so einen Dinosaurier zu Hause habt, wie haltet ihr ihn am Leben? Ich hoffe, dass das in den Kommentaren gut geht. Ich behalte mir vor, die Kommentarfunktion auch zu schließen bzw. recht scharf zu moderieren, wenn das Ganze nicht funktioniert. Was ich eigentlich immer schade finde, wenn sowas nötig ist. Aber wie gesagt, das ist ein sehr polarisierendes Thema. In diesem Sinne, bis demnächst.